Gewooting 60 HE. Ein Board, was das Gaming-Branding tatsächlich verdient hat. Netterweise zugeschickt von Wooting, den netten Kollegen aus den Niederlanden. Bestes Land. Kommt das Teil mit analogen Switches, die ein riesiges Gaming-Feature sind, einer sehr umfangreichen Software. Und dazu klingt das Sound auch wunderbar gut. Und dabei hört es nicht auf, denn das Board lässt sich auch nochmal ordentlich customizen. Das gucken wir uns dann später an, würde ich sagen. Das Verpackungsdesign ist äußerst gelungen, vor allen Dingen für ein Board von der Stange. Uns blickt hier erstmal eine Schlaufe entgegen, welche wir dann am Board montieren können. Diese ist zwar eine seltsame Designentscheidung, aber qualitativ extrem gut verarbeitet und nicht notwendig für das Board. Also kann man daher auch weglassen. Des Weiteren gibt es ein leider gefaltetes und nicht gerolltes USB-C-Kabel, da kann ich mich immer wieder drüber aufregen, in der typischen schwarz-gelben Wooting-Optik. Ein Keycap-Puller darf natürlich auch nicht fehlen und ein Switch-Puller gibt es leider nicht dazu. Obwohl man die Switches natürlich ohne Löten entfernen kann. Das Board selbst ist mit einem Staubschutz bedeckt und kommt tatsächlich ohne Keycaps, was ich persönlich sehr nice finde. Denn der Vorteil daran ist, ihr müsst eben nicht die Keycaps vom Hersteller benutzen, sondern könnt einfach eure eigenen nehmen und so euer Board total anpassen und zahlt auch eben für keine Keycaps, die ihr dann später nicht benutzt. Die im Hintergrund gezeigten sind jeweils in der Beschreibung verlinkt und sind beide für das, was sie sind, eben ziemlich nice. Und ja, ihr könnt auch eure GMK-Sets auf dem Board hier verwenden. Das ist durchaus möglich, denn die Switches kann man einfach umdrehen. Die sind standardmäßig in der nördlichen Orientierung montiert, aber die kann man einfach umdrehen. Dazu auch nochmal später mehr, weil das ist eher eine technische Geschichte. Hier haben wir erstmal das hauseigene Set. In Schwarz und Mint und natürlich ISO.de, ist klar. Mit einer deutlich angenehmeren Verpackungsart als die generischen Shine-Through-Keycaps überzeugt das Ding hier auf jeden Fall, ist aber qualitativ jetzt nichts anderes als Corsair und Co. Auch die werde ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken, das ist auch ein netter Kauf, denke ich. Wer hier kein deutsches Layout möchte, entweder einfach so aufgrund des Nutzenfaktors oder weil man ein bestimmtes Keycap-Set haben möchte, geht das natürlich auch. Das Board hier ist in sowohl ISO als auch ANSI erhältlich. Wir checken auf jeden Fall mal aus, wie das Ganze so klingt. Das ist ein sehr starker Klang meiner Meinung nach, wenn man bedenkt, dass hier nichts verändert wurde. Das werden wir natürlich noch später in dem Video hier tun. Ist ja klar, das wäre nicht der Kanal, wenn wir das nicht machen würden. Hier nochmal der Max aus dem Off, der euch gerne sagen möchte, dass ich das Modden der Tastatur nur zu einem gewissen Bereich echt empfehlen kann. Ich denke, das Wechseln der Keycaps ist das höchste aller Gefühle, denn wenn man einen Metallcase drum packt, klingt das Ganze doch eher sehr meh. Einfach, weil das eine Aluplate ist und Aluminium auf Tray-Mount ist was, was ich persönlich ziemlich unschön vom Klang her finde. Das ist natürlich Preference und am Ende ist es euch überlassen, ob ihr es ausprobiert. Ich habe es in diesem Video hier gemacht, es läuft als Clip am Ende durch und ihr werdet auch noch einen Soundtest davon hören können. Nur, ja, sei euch gesagt, dass es sich nicht unbedingt lohnt und eben auch nicht ganz ungefährlich ist, sagen wir es mal so. Man kann hier wirklich nicht viel an dem Board machen und die Stock-Stabilizer sind auch echt schlecht und das hört man immer besonders krass, wenn man eben das Board in einen Metallcase steckt. Wenn ihr das Board bestellt, bekommt ihr einen Case, was mit Caseform gefüllt ist und natürlich einen Plate-Dampener, der auch ebenfalls aus ganz normalem Verpackungsschaum besteht. Das wird auf jeden Fall deutlich helfen, hier die Standard-Metallplate bisschen abzudämpfen und euch ein leiseres Board zu geben. Und ich finde das hier auch durchaus angebracht. Es ist ein Gaming-Keyboard. Ja, es ist kein 2000 € CNC gefrästes Custom-Keyboard. Das darf ruhig Form haben. Die Switches selbst sind so unfassbar smooth und das schon out of the box. Das liegt unter anderem daran, dass diese von Gateron hergestellt worden sind für Wooting. Das sind natürlich keine normalen Gateron-Switches. Dazu kommen wir später nochmal. Aber ich finde das sehr, sehr sinnvoll, dass man auf diesen Hersteller gesetzt hat. Hat vermutlich noch andere Gründe gehabt, aber Gateron macht deutlich smoothere Switches als zum Beispiel Cherry und das Board hier ist eben nicht für Enthusiasten, die ihre Schalter noch polieren und Co.
Aber beim Thema Smoothness hört es nicht auf, denn die haben auch keine Metallkontakte, weshalb man keinen Leaf-Ping zum Beispiel bei den Switches hören kann. Die haben einen sehr cleanen Klang, denn da sind eben Magnete drin. Das heißt, hier wird nicht bei der Betätigung ein Stromkreis geschlossen. Nein, hier wird der Hall-Effekt angewandt, um zu messen, wie weit die Magnete quasi voneinander entfernt sind. Daher kommt auch hier Alias-Name zustande, denn die werden auch oft Hall-Effekt-Switches genannt, weil hier eben die Magnetfeldstärke gemessen wird. Deswegen, weil wenn sich die Magnete aufeinander zubewegen, nimmt diese ja zu und das lässt sich eben messen. Das Ganze wird dann am Ende durch eure Software-Einstellung verrechnet, mit der man sehr, sehr viel coolen Kram anfangen kann. Denn das gibt euch jetzt nicht nur die Möglichkeit, einen super smoothen und klangtechnischen nicen Switch zu haben, sondern auch das Ganze eben in den Software-Einstellungen einzustellen, welchen Druckpunkt ihr zum Beispiel haben wollt. Aber auch dabei hört es natürlich wieder nicht auf, denn es gibt ganz schön viel smarten Kram, den diese Software eben kann. Denn diese Technik an sich ist ja schon bereits bekannt, aber das Keyboard hier hebt das Ganze schon auf ein neues Niveau, denn in der Software kann man zum Beispiel die Rabbit-Trigger-Funktion nutzen. Das heißt, dass ihr zum Beispiel in vielen Spielen, wo schnelle und auch gezielte Tastenanschläge notwendig sind, diese Funktion aktiviert haben könnt. Und sobald ihr die Taste wieder loslasst, wird diese auch resettet. Das heißt, für die typischen Spiele, wo man halt eben viel, in Anführungszeichen, spammen muss, ist das ziemlich sinnvoll, denn ihr könnt so viel, viel, viel schneller eure Tastenanschläge von euch geben. Und tatsächlich ist es auch ziemlich intuitiv, denn sobald ihr euren Finger hochhebt, wollt ihr ja auch die Taste loslassen. Nur das Board registriert das eben schneller, weil das technisch möglich ist. Ein ganz normales Board kann das gar nicht, weil der Schalter nur an- und auskennt. Und das halt wohlgemerkt nur an einer Stelle. Das ist hier halt der Punkt. Dieser Loslasspunkt, der Reset-Punkt, der ist eben variabel und passt sich quasi an euch an. Das ist wirklich ein total geniales Feature und ja, für mich als Technikmensch irgendwie ist das total cool, dass es sowas gibt. Ich finde das sau interessant und das ist sicherlich auch sehr sinnvoll bei Shootern, Rhythmusspielen und MOBAs. Dennoch muss ich auch wieder hier so ein bisschen die Opposition gegenüber der Gaming-Industrie darstellen und sagen, dass der Effekt davon sich natürlich bei Amateuren, fortgeschrittenen Spielern relativ gering halten wird. Denn ich glaube nicht, dass Leute, die nicht professionell spielen, also das wirklich beruflich machen, da so viel rausholen können mit. Das wird euch jetzt nicht plötzlich gut in irgendeinem Spiel machen, aber es kann natürlich eure Leistung verbessern und kann auch dafür sorgen, dass ihr euch mehr mit dem Spiel connected fühlt. Davon würde ich jetzt mal persönlich ausgehen. Sprich, ihr werdet es natürlich merken, egal ob es jetzt die tatsächliche Wirkung ist oder nur ein Placebo-Effekt. Dennoch wollte ich das mal gesagt haben. Aber wenn ihr jetzt Platin in Valorant seid, würde ich das nicht Radiant machen. Sonst könnt ihr auch noch die Controller-Funktion nutzen. Dabei werden eben die Key-Inputs in Controller-Inputs übersetzt. Das ist allerdings noch sehr schwer zu nutzen, weil eben viele Spiele nur von Controllern und Tastaturen unterscheiden. Sprich, wenn ihr Key-Inputs und Controller-Inputs gebt, dann wird sehr oft das Control-Feld von dem Spiel immer wieder verändert. Das kann sowohl nervig sein, als auch zu Problemen beim Gameplay generell führen. Von daher, ja, sollte man das wirklich nur unter Bedacht machen. Aber es ist natürlich cool, weil ihr könnt dann zum Beispiel Rennspiele spielen und desto weiter ihr eben eure Taste reindrückt, desto mehr lenkt eben eure Karre nach links. Das ist eigentlich ziemlich nice. Die Software selbst ist natürlich noch viel, viel umfangreicher und ich werde in diesem Video hier garantiert nicht alles abdecken können, aber was sehr nice ist Layers. Denn viele werden sich jetzt schon denken, 60%, das ist aber schon ein bisschen klein, ich brauche noch Pfeiltasten. Aber das geht. Das geht sogar sehr, sehr gut, denn diese Software ist nahezu identisch mit QMK und VIA, was ihren Funktionsumfang angeht. Es ist nicht Open Source, aber es hat ähnliche Funktionen. Und das Coole ist, du brauchst nicht mal mehr die Software installieren. Bei Wooting ist es so, dass ihr über den Chrome Browser, wenn ihr einen habt, das Ganze per Web-App eben einstellen könnt. Das heißt, gar kein Download und nichts im Hintergrund. Und das ist so, wie eine Tastatur sein sollte. Und dort kannst du dann eben deine eigene Keymap zusammenstellen, womit du dann die Pfeiltasten wieder nutzen kannst. Ich persönlich präferiere es zum Beispiel auf Caps Lock immer meine Function-Taste zu machen, dann im ersten Function-Layer die Pfeiltasten auf WASD. Das ist eine sehr natürliche Bewegung für mich und sorgt dafür, dass ich sowohl meine Maus und Tastatur simultan nutzen kann und gleichzeitig eben die Pfeiltasten drücken kann. Da muss ich nicht meine Maus loslassen, meine rechte Hand auf die Tastatur legen, sondern habe die Pfeiltasten gleich auf der linken Hand. Ist eigentlich ziemlich nice. Aber es gibt natürlich auch die Tab-Funktion, da könnt ihr dann auf einzelne Tasten quasi sagen, okay, wenn diese nur kurz gedrückt werden, dann sollen die wie ganz normale Pfeiltasten eben agieren. Und wenn sie lang gedrückt werden, sollen sie eben wie eine Shift-Taste zum Beispiel oder die rechte Windows-Taste, whatsoever. RGB-technisch ist hier selbstverständlich auch alles möglich, was man ja so erwarten würde, was, glaube ich, das Herz eines Clicky-Bunty-Fans irgendwie begehrt. Also da seid ihr total auf der sicheren Seite mit. Thema Customization. Was geht? Switches tauschen? Nein.
Federn tauschen, teilweise, aber nur gegen die von Wooting selbst. Case tauschen, ja, aber nur 60% Cases wie die Tofu 60, Freebird 60, also nach dem DZ 60 Standard kann man quasi sagen. Plate tauschen, eher nicht, außer es wird irgendwann noch Custom-Alternativen geben. Da muss man aber sehr darauf achten, dass die nicht flexen. Dieses Board kann nicht mit PCB und Plate flex agieren, mit Gasket bauen selbstverständlich schon. Aber die Switches brauchen eben einen konstanten Abstand zu der Platine, weshalb Flex da keine gute Idee ist. Keycaps tauschen geht natürlich selbstverständlich. Das ist einfach Cherry MX Clone Standard. Fazit. Es macht das, was es soll und das, was es verspricht und das auch ziemlich gut. Es ist bei weitem keine vollwertige Custom, aber legt den Fokus auch auf ganz andere Features. Dennoch wurden hier trotzdem Ideen aus dem Custom-Bereich implementiert, was ich sehr, sehr gerne sehe, wenn das vor allen Dingen auch auf einem größeren Bereich passiert. Denn das hier ist ja wirklich ein echtes Gaming-Keyboard, was für Massen gemacht ist. Und hier sind solche Features drin. Das ist total nice. Einfach nur top und eine absolute Empfehlung für jeden, der Wert auf Gaming-Features legt. Ich bin der Meinung, dass diese nicht essentiell notwendig sind für einen durchschnittlichen Gamer und auch wahrscheinlich schon für fortgeschrittene und bessere Leute. Das ist nicht ein Game-Changer oder so, aber es ist sehr, sehr nice zu haben und es ist eine extrem, extrem coole Technik. Total genial. Für den Preis finde ich das vollkommen in Ordnung, nur sollte man bedenken, dass man für den Preis auch eine Custom-Tastatur bauen kann, welche ihr übrigens bei dem Video, was ihr hier finden könnt, ja, mal erfahren könnt, wie man so eine Custom-Tastatur eben baut, was man vielleicht kaufen sollte, Thema Kaufberatung einfach. Und auf der anderen Seite findet ihr ein Video zu einer anderen Gaming-Tastatur, das ist die Ducky One 3, als 65% auch sehr, sehr nice zum Sehen. Und dann danke ich euch fürs Zusehen und sage ciao.